Zum Glück musst du nicht lenken. Was sieht cool aus. Du siehst, das denkst du. Wie, was sieht man in deinem Blickfeld? Ich sehe jetzt halt bei mir über die Schulter. Und dich sitzen, dass du halt so ein bisschen verdeckst. Ich sehe dasselbe. Du siehst es in meinem Blick? Denke ich mal. Du sitzt hinten, ne? Ja. Also ich sehe mich noch teilweise links am Rand. Das sehe ich nicht. Okay. Die ganz normale Schulterkamera halt. Blub. Ja, verlassen. So. Hier ist ein Sauerstofftank. Ach, wie schön. Ja, das ist faszinierend. So, wo ist jetzt die CMS Greeley? Irgendwo hier? Das da? Hä? Es ist ja nur so ein kleines Schiff, meine ich. Also, was ich voll lustig finde? Mhm. Der Lokalisierer, der zeigt, wie er da hin. Mhm. Kann es sein? Nee, Moment, weil wir jetzt mehrere Ziele haben oder irgend sowas. Mission. Optional, die Greeley erkunden. Aha, schön. Ach so, okay. So, jetzt habe ich den richtigen Punkt angewählt. Aha, okay. Wo bist du? Ach so, aha. Das ist eine optionale Mission? Eine total optionale Mission. Warum ist das ein Raketenhaini links, aber den ignoriere ich einfach mal. Schießt eh auf dich. Hier sind Monster? Ja. Ich sehe die überall. Oh, stimmt. Sag mir das doch einer. Haben wir doch gerade. Ihr kleinen süßen Schnuffdi-Schnuffdis. Irgendwie finde ich, du hast viel zu viel Sympathie für alle Lebewesen. Ja. Ich mag einfach alles und jeden. Bob, bob. Gib mir Gegenstände. Hier ist eine Tür. Wo ist eine Tür? Wo bist du? Hier. Da oben? Hier kann man ein Knöpfchen drehen. Hier kann man eine Tür öffnen. Ich bin drinnen. Ich auch. Achso. Finde ich cool. Optionale Quests gefällt mir. Ja, ist ganz anders als im Vorgänger halt. Es ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Wenn es spannend und gruselig und unterhaltsam ist, dann ist das sehr sinnvoll. Mal gucken. So, wer stimmt jetzt auf uns zu? Irgendwas Bösartiges wahrscheinlich. Irgendwann. Luft. Ich hasse Luft. Optionale Mission. Ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac Ende. Isaac Ende. Nein, Isaac Anfang. Ende ist scheiße. Mhm. So, Schränke öffnen. Kompakter Standardrahmen. Den haben wir beide, denke ich jetzt, oder? Ja. Gut, also Waffenteile sammeln wir zum Glück immer zusammen. Werden die Raumschiffe in der Zukunft alle so gebaut? Ich find's irgendwie doof, weil die, da hat man so wenig von. Das ist so leer. Da hat keiner auf das Ambiente hier geachtet. Irgendwas soll hier gerade, glaube ich, gruselig sein. Ach, man muss da runtergehen. Bist du runtergegangen? Ah, guck mal. Ja, natürlich bin ich runtergegangen. Hab das ja eben nicht gesehen. Ist was gruselig? Ja, da ist gerade ein Vieh neben dir. Ist da gruselig? Du bist drauf und drauf gedreht. Oh, 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 das war Bombe. Die Viecher. Ich trenne natürlich den Körperteil ab und du schießt auf die Bombe. So, ich dachte, das wird dunkel, aber ich bin nur gegen die Wand gelaufen. Oh, guck mal, da sind Leute. Necromorphs? Sind Leute. Da kotzen die einer an. Und sogar Mutierte. Und irgendwo auch Raketenhainis oder so. Bleib stehen. Oh, hinter dir. Das geht mir gerade ein bisschen zu viel. Also. Ja, geht halt so. Irgendwie geht's mir schlecht. Du musst mich, glaube ich, heilen. Sonst bin ich tot. Oh, das war rechtzeitig. Ach, das ist doch schon wieder. Und jetzt heilen. Ganz genau. Wunderschön. Ist ja gut. Ist ja gut. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Hier ist eine Workbank. Bin mir nicht sicher.
Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabwicklung ohne Strom anscheinend. Oder wir können nicht dran, solange geredet wird, kann das sein? Nö, irgendwas ist hier, man muss hier, er hat doch gerade was gesagt, Teile des Schiffes sind abgeschottet. Man muss ja erstmal irgendwas aktivieren, glaube ich. Oh, Medipack, danke. Jetzt habe ich hier ein mittleres Medipack und volle Energie, das gefällt mir doch. Gehen wir erstmal hier runter. Da ist noch was im Schrank. Ja, ich habe auch wieder haufenweise Medipacks. Ach, das ist schön. Puh. Und hier sind auch noch jede Menge Schränke. Plünderzeit. Das Leben ist so schön hier. So. Ups. Ich versuche mir echt vorzustellen, wie das Feeling wäre, wenn ich das Spiel alleine spielen würde. Mhm. Geht mir auch. Weil das war auch so eine Sache, auf die ich hingewiesen wurde im Vorfeld. Lustigerweise genau an dem Tag, an dem wir den ersten Teil hochgeladen hatten von Dead Space 3. Wo ich einfach von jemandem darauf hingewiesen wurde, ob ich denn wirklich dieses Spiel im Koop zocken möchte. Weil von der Atmosphäre her und so wäre es doch eventuell im Singleplayer viel geiler. Ich weiß nicht. Also, ist schwer, sich irgendwie darauf einzulassen. Also wie gesagt, den ersten Teil, den fand ich ja echt extrem gruselig. Den zweiten Teil, weiß ich nicht, der war irgendwann einfach nur wow. Problem ist halt leider, dass man es inzwischen kennt. Ich meine, man kennt die Gegnertypen, man weiß, mit was für Schockern die arbeiten. Es wirkt alles sehr vertraut einfach. Ja. Man geht hier einfach wie ein bisschen wie selbstverständlich durch. Also klar, ab und zu erschreckt man sich dann halt, weil da plötzlich ganz plötzlich irgendwie so ein scheiß Vieh hier vor einem steht, aber ist halt, ja. Ja. Weil wir jetzt halt noch nicht so weit waren. Kann ja sein, dass da noch ein bisschen was kommt. So, Motor gestartet. Es gibt wieder Strom. Was ist das? Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Lokalisiere unseren Weg. Ja. Nach vorne. Lass mich raten. Ach so, ja, da sind ein paar Leute, die mögen kein Licht. Oh, hi. Kann ich jetzt nur bedingt verstehen. Weißt du, was ich lustig finde? Diese Leute nicht. Das bist du, hinter dir ist was. Ich habe seine Klauen gesehen. Ich habe mir dann so gedacht, irgendwas ist ja falsch. Irgendwas ist der Alter. Du. Wir sind nicht zu tragen. Ich habe hier jemanden mit reingenommen, tut mir leid. Er ist eh weg. Bei mir noch nicht. Bei mir schon. Bei mir ist sein Gesicht noch ein bisschen an der Wand gequetscht. Er kam echt mit hoch bei mir. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Eine Minute? Ja. Präzise Zeitangabe, Isaac. Dann legen Sie sich mal ins Zeug. Du bist Isaac, du musst machen. Oh, guck mal, da sitzt jemand. Geht's dir gut? Sieht wieder sehr ekelhaft aus. Hi. Okay, nein, ihm geht's nicht gut. Du musst ihm deswegen nicht gleich den Kopf abtrennen, ne? Ich wollte nur die Haare schneiden, tut mir leid. Was haben wir hier? Hier ist ein Stromding. No smoking. Oh Gott. Benutzen Sie Steuerkreuz, um den Strom zwischen den Systemen auszugleichen. So. Ach, ausgleichen, Moment. Rechts, ausgleichen. Rechts. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts. Ich wäre voll das gerne gut sehen, was du da gemacht hast. Jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir. Lebt hier jetzt jemand? Ich weiß es nicht. Juhu, Rettungskommando hier. Warte auf Partner. Ich kann hier immer noch was machen. Also ich habe das noch nicht ganz ausgeglichen irgendwie. Ah. Aber die Tür ist offen. War die eben noch nicht offen? Nein. Ach so. Thank you.
Hier unten steht, wie gesagt, wenn ich zu der Tür gehe, ich soll auf meinen Partner warten. Also prinzipiell könnten wir wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung, ich komme mit. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, das Prinzip davon. Oh, Mann. Ja, du hast irgendwie eine Tür aufbekommen. Also so falsch kann es nicht gewesen sein, was du da gemacht hast. Aber dieses mit zu zweit spielen, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel es ausmacht, dass man eben nie wirklich allein unterwegs ist, sondern sein Partner halt trotzdem immer dabei ist. Hm. Wie hast du das zum Beispiel damals bei Resident Evil 5, hast du, glaube ich, auch für dich gespielt, ne? Richtig. Hattest du da Angst teilweise, oder? Ja, es war Resident Evil 5. Also. Das war. Oh. Jetzt habe ich den falsch. Der Typ, der auf mich zukommt, das hat Bomben gemacht. Oh. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ah, hier ist eine Bank, die funktioniert. Ach, jetzt mal wieder hier. Hallo? Sie haben meine Trophäe verdient, Wunderheilung. Guck mal, das war ein Kotzi. Kotzi. Blub, blub. Oh, jetzt können wir da lang. Ich will kurz mal an der... nicht hochklettern. Na, Kava. Kurz mal bei der Bank das eine Teil abgeben, damit ich das nicht mit mir rumschleppen muss. Ach so. So. Dup-di-dup. La-la-la. Ich folge. Kurz mal im Inventar nochmal gucken. Ja, sieht alles gut aus. Öffnen? Ja! Steht es bei den Türen der Zukunft wirklich dann so? Öffnen? Fragezeichen? Hätte was. Bisschen. Wo sind wir denn? Sind hier Viecher? Ja. Na, wo seid ihr? Ah, da, Raketen. Gotzen ist das. Du. So. Auf meiner Seite sieht's gut aus. Wie viel hattest du? Ein. Ich auch. Aber irgendwo. Ja. Ach, vor mir, natürlich. Hä, wo ist er denn? Da sind zwei in der Wand. Ich hab Raketen gesehen. Achso, da. Hast du ihn? Ja. Hier ist er. Wunderbar. Dup-di-dup. Kleine süße Box. Kleine süße Box. Was ist das hier für ein Raum? Ich weiß es nicht ganz genau. Es sieht sehr seltsam aus, wie ein Kühlschrank, der nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Hm. Es erinnert mich aber so ein bisschen an das Menü mit diesen ganzen Bildern hier auf den Schienen. Ich finde diese lila Licht total faszinierend. Guck mal, hier kann man was machen. Oder nicht? Ich hab was angeklickt. Das, seitdem das ist ein Fahrstuhl oder sowas. Oh, okay. Sollten wir auch hier hin? Ja. Ah ja. Gut. Also dann. Auf in den Untergrund. Ich will wieder hoch. Na, geht so. La 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 la. Das sieht schon wieder aus wie eine Mine oder sowas. Aber das ist doch eigentlich... Wir sind doch auf dem Raumschiff, oder? Meinte ich auch. Sehr, sehr seltsam. Ha. Ziemlich feucht hier. Ich wette, das Ding hier erfüllt nicht alle Sicherheitsstandards. Da ist jemand in den Raum gekommen. Oh, guck mal. Bist du nicht ein kleiner süßer Schnucki? Ach Gott. Niedlich. Total. Zum Knuddeln. Jetzt müssen wir mal da. Hm. Speichereinheit oder so. Stand das da? Ja.